draußen. Ich finde, das sieht voll cool aus. Komm, wir gehen einmal rum. Wie schön er das auch hier angereiht hat mit den Pflanzen. Ich fühle mich jetzt irgendwie dreckig. Aber ich habe dafür sehr viel mehr Tech-Zeugs gemacht, glaube ich. Also damit meine ich jetzt, Maschineriemäßig. Oder es steht ein Creeper. Bei Creepern sind die Bögen doch echt hilfreich, muss ich jetzt mal so sagen. Ja. Nein. Ich habe Rückstoß, das ist auch richtig geil bei Creepern. Nutzt die Bögen nur gegen Skelette eigentlich. Mhm. Ich hau die einmal mit dem Schwert, damit die ordentlich weg sind und Damage haben, und dann schieße ich noch mit einem Pfeil auf die und warte ein bisschen, bis sie abfackeln. Ich hab sogar einen Lichtschalter. Cool, hallo. Hallo. Schub mich so die Treppe runter. Ey, cool. Das wird deine Bibliothek hier? Yep, aber ich baue jetzt keine Bücher mehr und Bücherregale, weil ich doch lieber eine Bibliothek ausplünder. Das ist dein Lagerraum? Ja, der wird aber auch noch nach unten in den Keller ganz groß. Das würde ich mal sagen, ist eine Badewanne, die jetzt auch wenigstens, auch wenn nur Default, aber dafür wenigstens Texturen hat. Vielleicht schreibe ich immer, mache ich immer selber Texturen. So, der U-Bahn-Eingang für später. Mhm. Und dein Pokerzimmer. Ne, das war Poker. Können wir machen. Hast du hier einen eigenen Platz irgendwo? Deinen Platz, der deiner ist oder so? Dass ich hier nicht hin darf? Naja, deinen Stammplatz, wo ich mich nicht draufsetzen darf. Wo bist du eigentlich gerade? Im Pokerzimmer. Achso, ich komm. Nö, ist egal, eigentlich. Setz ich mich hier hin. Da sitze ich. Ja, okay. Nö, ist mir egal, da sitze ich. Moment. Okay, ich, ich biete dieses Schwert. Verdammt. Du Penner! Und was bietest du? Ich biete dieses Schwert. Und um das noch draufzusetzen, 6 Holz. Cool, danke. Was? Danke. Achso. Nee, das davor meinte ich eigentlich nur. Kann ich die behalten? Ich hab ein bisschen Holz. 6 Holz, ja. Pff. Von mir aus. Danke. Ich hab ganz viel Holz in der Homo-Hütte, nur ich habe keine Lust hinzugehen, weißt du. Ja, das so. Gibt's ja. Aber ich gehe da jetzt trotzdem hin. Oh, jetzt bin ich weggelaufen. Hattest du oben noch irgendwas, was ich sehen musste? Nö, ist ja noch nicht fertig. Na, dann ist gut. Und wie findest du das Haus? Nett. Dankeschön. Ich find's richtig geil. Ich bin voll stolz darauf. Wie dumm das jetzt mit dem Enchantment Table aussieht. Aber der Enchantment Table ist irgendwie unzerstörbar. Ich habe meine Nuke hier gesetzt, einfach mal so in der Kopie. Was passiert? Alles zerstört, nur der Enchantment Table steht da noch so in der Luft. Ich so, what the fuck? Wo steht ein Enchantment Table in der Luft? Oder wo ist einer? Naja, du weißt schon, der... Ach verdammt, jetzt ist die Säge kaputt. Ah, jetzt ist die Säge kaputt gegangen. Ja, ich meine den, hier, wie heißt den Enchantment Table in unserem Enchantment Haus. Du musst unbedingt mal zur Homo-Hütte gehen, das sieht voll geil aus mit dem Eingang. Ey, das sieht echt cool aus. Und wieso sieht das doof aus, dass der Enchantment Table steht? Na, guck mal auf die Rückseite. Oh, kann sein, dass ich gleich mal kurz Aufnahmepause machen muss. Oh, warte mal ganz kurz. Oh, ich bin wieder da. Ich bin Multi und das ist Johnny. Da war noch ein Zombie im anderen, in der anderen Treppe innen drin. Jetzt habe ich beide ausgestopft. Warum hast du nicht gleich beide gemacht? Ja, ich dachte, ich hätte einen ausgestopft und bei anderen hatte ich gerade keine Erde und hatte keinen Bock, welche zu holen. Ja. Und die eine war auch nicht richtig ausgestopft, scheiße. Ne? Hey, mit einer Eisensäge kann ich keinen Marmor durchsägen. Gut, dass ich noch die Diasäge habe von damals. Das sind aber nur Panels, ich möchte Covers. Hat da jemand was gegen zu sagen, oder was? Ja, ich. Ach ja, was denn? Pimmel. Oh, na, das erklärt alles. Ja, das, das, ist okay.
Also mein Trick ist, erstmal mit Bogen auf die auf, erstmal warten, bis sie ein bisschen gebrannt sind und dann einfach den Rest mit Schwert. Ich habe auch so übelst viele Pfeile, die werden nicht weniger, die werden einfach nur mehr, weil ich auch immer so viel Skelette töte. Tja. Achso, die hätte ich gleich mal mitnehmen können, weil ich da eh rein muss. Ich finde das mit der Treppe richtig gut jetzt. Wenn man dann immer so schön runterkommt. Ich finde das immer auch so runtergesprungen. Richtig cool. Was? Ich finde das richtig cool, hast du richtig gut gemacht. Vielen Dank. Reißt du alles ab? Verstehe ich nicht. Hä? Hey. Oh, nee. Hä? Achso, ich hab... Oh. Oh. Ich hab's einfach nur nicht gesetzt, weil ich dachte schon. Ich hab keine Freunde. Was? Das ist doch nix. Ich mag dich. Ich mag dich. Ich hab dich nicht mit dir geredet, ich hab mit dem Marmor geredet. Sag mal. Wieso? Aber es sieht schon schön aus. Es. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Oh Mann, jetzt funktioniert das wieder nicht. Jetzt muss ich hier feinfühlsam hier Dreck austauschen. Ah, Zombies. Spawn auf meinem Dach. Warum muss ich jetzt in der letzten Zeit bei Zombies immer nur an Resident Evil denken? Dabei habe ich den noch kaum mit dir geguckt. Ich habe den mit dir angeguckt. Und da waren noch nicht mal Zombies zu sehen am Anfang. Warum haben wir den eigentlich nicht weitergeguckt? Ich dachte, du magst den nicht. Ich fand den gut. Echt? Ja. Du hast einfach verdammt. Nur irgendwie ausgemacht. Ja, ich... Wir haben doch erst gegessen, oder? Ja, ich war... Ne, wir haben angeguckt, dann gegessen und haben wir nichts mehr damit gemacht. Dann haben wir einfach nur wieder Tekken gezockt. Ja, ich hatte den Eindruck, der hat dir nicht gefallen. Also ich fand den ganz gut. Verdammt! Also zu langweilig kann ein Film für mich nicht sein. Ich meine, ich guck Dokus, ZDF-Dokus manchmal. Gut. Ich guck manchmal Home-Shopping auf Tele5. Okay, das ist echt ein bisschen übertrieben, du Bitch. Wieso? Das ist lustig, ja? Ich muss immer lachen, wie amüsant diese netten Menschen sind mit dieser komischen Stimme, die gar nicht zu denen passt. So ein fetter Typ mit so einer vollen Femin... Ja, so eine Frau mit so einer vollen männlichen Stimme, so, ne? Mach doch ein Freak-Out-TV draus. Nee, wir haben da schon dumme Werbung, aber Home-Shopping gilt nicht als Werbung, das gilt ja nicht mal als Ja, Shopping. Siehst du, deswegen können wir ja was machen. Okay. Tele 5 regt mich auf. Fox regt ja, die ganze Zeit schlechte Katastrophenfilme, richtig schlechte Filme über Haie, richtig behinderte Katastrophenfilme oder Ameisenangriffe oder richtig schwule Scheiße. Guck ich zwar manchmal ganz gerne, weil es richtig schlecht lustig ist, aber... Also ich lach nicht über den Humor, ich lach darüber, wie scheiße der Film ist, so. Und dann diese ständigen Home-Shopping und ach, Tele 5 regt mich so auf, ne? Aber dieses eine, was ich Rejected heißt das, glaube ich, hab mir das mal angeguckt, das hat einen Oscar, das ist einfach nur so eine Zeichnung, so ähnlich wie ASDF-Movie, nur halt richtig behindert, noch behinderter. Da ist so ein Typ, der hat einen riesen Löffel in der Hand, daneben steht irgendwie ein Salat oder so und er dann so die ganze, ich sag's jetzt mal genau 1:1, wie so war. My spoon is too big. My spoon is too big. My spoon is too big. Dann kommt plötzlich so eine Banane in den Raum. Sagt erstmal nichts, steht einfach nur durch.